Hallo. So, sag mal dein Mambi. Hey. Hi. Ich kenn dich doch. Ja. Du bist ein neuer Angel. Ja. Wow. What? Krass. Hi. Was geht? Ich bin ein Fan. Ja, echt? Mann, du hast schon auch dein Mambi hier. Ich hab auch schon. Alle ja, ich hab hier ein Mambi und mein anderer Dankeschön gleichfalls. Hey, was ist los? Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich möchte euch eigentlich ganz, ganz herzlich gratulieren zum Film Das perfekte Geheimnis. Und dann direkt mal, habt ihr Handy dabei? Was war die letzte SMS und letzte WhatsApp? Die letzte WhatsApp war am Bora tatsächlich. Bora gerade. Dass er sehr gerührt war, weil es seine Eltern das gesehen haben. Genau. Und Bora, unser Regisseur, hat sich bedankt dafür, dass Florian wiederum ihm gedankt hat. Und da Bora hat es mit seinen Eltern gesehen und die waren wohl sehr gerührt. Er hat sich bedankt dafür. Ja. So, aber was passiert denn jetzt mit dem Bambi? Wer kriegt das denn? Der Bora. Ja klar, das ist ein bisschen neidisch, aber jetzt dann auch? Nein, das ist ja, verdient. Also Bora hat es toll gewusst. Das ist wirklich von vorne ein bisschen verdient. Nein, ich wollte gar nicht sagen. Ich hab's. Ich hab welche. Ich glaube ja, Tatsächlich, ganz ehrlich, der hat den eigentlich nicht. Nein, das Ding kann auch tatsächlich nur an Bora gehen, weil ich kenne niemanden, der so viel in seine Filme reinstellt wie Bora. Und Bora ist von den Dialogen her, glaube ich, unser Helmut Dietl, möchte ich sagen, momentan. Ohne den wäre das einfach alles gar nicht möglich. Wirklich. Also, das sagt man immer so, aber ohne Bora wäre es in dem Fall wirklich nicht möglich. Es ist sehr wahr. Ich habe die Mädels schon gefragt, hat das bei euch sowas ausgelöst, dass ihr eure eigenen Beziehungen zu Freunden oder Familie auch nochmal hinterfragt habt? Wieso? Weißt du, weil ich so krasse, dirty Geheimnisse von meinen Freunden würde ich nicht haben. Ja, so. Nee, hast du nicht? Wahrscheinlich habe ich sie und... Das ist vollkommen richtig. Nein, glaube auch nicht. Ich glaube, das ist auch alles sehr überspitzt. Der Film soll ja vor allem in erster Linie unterhalten. Und ich glaube schon, dass vieles davon wahr sein könnte und dass der eine oder andere, wenn er einen Film sieht, sich vielleicht auch, ein bisschen an seinen eigenen... Offensichtlich ist es was, was die Leute beschäftigt. Könnte passieren, aber prinzipiell geht es darum, dass die Leute Spaß haben sollen im Kino. Und das haben sie. Was wir mitbekommen ist, die Leute haben unglaublichen Spaß in dem Film und empfehlen ihn weiter. Und wir können auch nur sagen, wenn ihr noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Das ist ein großer Spaß. Guckt uns beim Leiden in diesem Film zu. Ja, ich glaube, ihr habt einen Hype ausgelöst. Das wird jetzt immer gespielt in den Haushalten, glaube ich. Dann habt ihr bald keine Freunde mehr. Dankeschön, habt einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss, wir sehen uns.